Hey, Red, this reminds me of the time we were shooting a commercial outside that paint store and the paint cans blew up and we flew half a mile into a garbage truck and the... Yeah. Thanks for that do-si-do down memory lane. Damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von M&M's Die Geheimformel. Heute mit Level 4 Candy Colors. Hier kriegen die wundervollen kleinen M&M's ihre Farbe. Damit wollen wir auch gleich ans Eingemachte gehen. Sollten nicht in die Farbe fallen, das sieht nicht ganz so gesund aus. Die ist aber ziemlich tricky, weil hier ist ein bisschen versteckt. Wir haben fast reingedreht. Haben wir. So, hier unten sehen wir schon, sind rote drin, also Explosionsboxen. Aber haben wir, dann warten wir kurz, nicht, dass wir in die grünen reinspringen und... Na klar, genau in dem Moment, wo die Animation aufhört, hüpfen wir rein. Tja, man kann nicht alles haben. So, dafür haben wir jetzt uns an dem zumindest gerecht. Und jetzt bin ich doch tatsächlich reingedreht in das, was ich eben gesagt habe, dass da eine ist. Haben sie gut positioniert. Respekt. Na und die da. Jetzt gehen wir hier einfach an der Seite lang. So, diesmal haben... Ne, haben wir nicht. Okay, der flüchtet anscheinend vor uns. Und das Ganze nochmal jetzt mit grün, ein bisschen vorsichtiger sein. Okay. An der Seite sehen wir schon mal, dass die Schoko-Dinger weiß angefärbt werden. Haben wir auch schon rote Farbe. Das jetzt sieht doch ganz gut aus. Never mind. Ist hier bloß nicht von der Farbe treffen lassen. Doppelkanone, zack, zack, durch. Zack, zack. Interessant. Ich dachte eigentlich, ich stehe dazwischen. Müssen wir gleich mal gucken, nicht, dass wir auf die Plattform warten müssen. Also wir warten jetzt noch einen Durchgang. Zack, zack. Oh, geschafft. Lassen wir lieber die Linken da. Theoretisch runter. Wollen wir das? Die Antwort ist natürlich ja. Den lassen wir einfach mal. Uff, Checkpoint. Vielleicht hätten wir den Checkpoint zuerst holen sollen. Okay, jetzt müssen wir hier noch einmal ganz kurz beobachten. Um einfach dazwischen zu bleiben und hoffen einfach. Ah! Ich hab's mir schon gedacht.
Aber versuchen wir mal in der Box noch zu gucken. Es wäre auch zu einfach, wenn hier mal... Okay, ich merke schon, das hier wird mein Endgegner. Wir gehen einfach durch. Nicht von der Farbe treffen lassen. Und... einmal um die Ecke. Okay, vorsichtig sein, wir wissen nicht, wann ich jetzt schieße. Zack, zack, zack. Knappe Sache. Und wir haben sogar die ganze Formel geschafft. Und da ist das Level auch schon zu Ende. Puh, das heißt, wir haben wieder Zeit für ein Bonus-Level. Wenn wir das ja sogar einmal schon geschafft haben, wird diesmal sicher sogar einen Tacken besser und schaffen das vielleicht sogar gleich noch ein zweites Mal. Deshalb fliegen wir einfach geradeaus. Lassen den linken Teil da mal liegen. Okay, wir versuchen uns in diesen Röhren immer ein bisschen oberhalb zu halten, weil ich glaube, dass die Kamera runterzieht und wenn wir zu weit unten sind, werden wir automatisch in die Umrandung reingelenkt. Und bis jetzt klappt das doch schon ganz gut. Oh, wir haben wohl Fortschritte gemacht. Das müsste die erste Hälfte auch schon gewesen sein. Okay. So, mal wieder oben zu bleiben. Mhm. Also aus meiner Sicht war ich da dran vorbei, aber was soll's? Seitlich. Jetzt gehen wir hier an der Seite wieder dran vorbei. Ich glaube, das war's mit den Dingern. Sieht gut aus soweit. Dann gehen wir lieber unten rum. Genauso wie hier. Und tatsächlich haben wir es geschafft. Es hat noch zwei extra Leben eingesammelt. Und dann kommen wir wieder zu unserer Lieblingsbeschäftigung hier, der Mathematik. Und ich habe nichts umgestellt zum letzten Mal. Das heißt, ich habe immer noch die Vermutung, dass sie mit der Zahl 11 arbeiten werden. Und ich habe wohl recht. Aber hier müssen wir zum Glück nicht springen. Das hat natürlich einen großen Vorteil. Das heißt, hier werden wir relativ zügig durchkommen, weil wir hier nicht daneben springen können. Es sei denn, wir verkacken natürlich den Teil hier zwischen den einzelnen Stufen. Okay, das war nicht geplant. Hoffen wir, dass es das einzige Mal bleibt und Gott sei Dank war davor ein Checkpoint. Jetzt hier nicht rein. 10 times 11. 11 times 8. 88. 2 times 11. 1 times 11. 11 times 6. Okay, wir stellen fürs nächste Mal wieder so ein, dass wir vielleicht mehr Zahlen kriegen. 8 times 4. 8 times
Ich denke, die 11 multiplizieren kriegen wir jetzt mittlerweile alle hin. Schon ganz gut. 10 times 11. 11 times 6. Weiter geht's. 7 times 11. 11 times 11. Wir wollen es aber im Zickzackkurs wissen. 11 times 9. 11 times 4. Und damit haben wir es. Und das sieht tatsächlich schon nach dem Ende aus. Und damit haben wir die Mathezone geschafft. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt den Fabrikteil mit der Färbung jetzt abschließen können. Den da noch in der Mitte. Natürlich wäre die Farbkrüge unser Endgegner. Aber jetzt von links nach rechts geht es tatsächlich. Okay, müssen wir noch ganz gut dran vorbeikommen. Mal drauf achten, dass uns der zum Beispiel nicht erwischt. Da haben wir auch schon den ersten Checkpoint. Hier können wir ein bisschen abkürzen. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen Farbklecksern, die noch kommen, wenn der Tropfen auf den Boden fällt, ob die einen töten können. Manchmal ist das nämlich ein bisschen weird. Okay. Hätte ich kommen sehen können. Zu lange gezögert. Hier ein bisschen kaputt. Dann geht's. Ah! Da hat mich natürlich gerade selbst getrollt. Also von einer Verbesserung kann man, glaube ich, in diesem Fall hier nicht sprechen. Wir hüpfen jetzt hier aber einmal kurz runter. Und jetzt wieder drauf beim Zurückfahren. Ich will auch schon beim ersten Mal machen können. Auf Doom. Ah, wir müssen hier raus. Sieht gut aus. Knappe Sache und einmal kurz vorher angucken. Zack, zack. Zack, zack. Und schnell durch. Oh, habt ihr das gesehen? Ist die Kamera halt, hat sich gerade ruckartig bewegt. Zu Dank war das nicht ruckartig genug, um uns da außer Fassung zu bringen, aber. Schon sehr ruckartig. So, in der andere Richtung ist der Checkpoint. So, die eine Kiste unten lassen wir, da springe ich 100 Pfund. Ja, gut, ich springe aber auch da schon daneben.
Aber wir checken trotzdem unten den Bereich ab. Einfach nur schon, weil ich neugierig bin. Die Neugier wurde sowohl belohnt als auch danach durch Unfähigkeit gleich bestraft. Aber wir haben das letzte Teil der Geheimform aus diesem Level. Checkpoint Time. Und gut, dass wir den auch hatten. Okay, streng genommen brauchen wir jetzt keine Kisten mehr einsammeln, weil wir haben ja alle Teile der Geheimform. Nichtsdestotrotz brauchen wir einfach immer mehr. Und ist das schon das Ende? Ja. Gentlemen. So, you here to learn a thing or two about disaster management? Where are your hard hats? I have an unusually hard shell. Yeah, I left my hat in the executive lounge. While you were collecting the trash? When I want comments from the peanut gallery, I'll fill out a purchase order. That reminds me. Which of you ordered the inflatable power nap sofa with dual cup holders and miracle foot massage? That was him! Ugh. Margaret, cancel my other appointments. Gonna be a long one.